Aufnahme starten und dann noch guten Morgen, kommen man die Leute, die nicht ins Stream gucken. Als ob jemand diesen Stream guckt. Als ob irgendjemand die Scheiße guckt, die hochlade. So, wir waren auf dem Schiff. Ich glaube, da habe ich auch beim letzten Mal, beim ersten Mal aufgehört irgendwo in dem Drehraum. Was fällt dir ein? Worum geht's? Ich habe mich doch nur in der Kabine getäuscht, Ritschgirl. Schade, dass man hier noch mehr Sachen ändern kann. Wieso habe ich Pikachu dabei? Wollte ich Pikachu behalten? Ach stimmt, ich wollte ja Pikachu, glaube ich, behalten. Ich leuchte mal. Ich sehe schon, richtig effizient. Oh, wow. Ich sehe schon, so richtig effizient. Donner hätte ich noch. Ich sehe schon, Pikachu ist richtig, so richtig. Also, Idiot. Ah ja, richtig, meine Natter. Die sich eingepuppt hat, zu einem wunderschönen irgendwas werden wird. Au. Bitte überlebt das und töte es jetzt. Danke. So, was soll mal Pikachu nochmal gegen Ponita? Vielleicht ist das ja effizienter, ich weiß es nicht. Ich leuchte einfach mal wieder. Gut, Pikachu hat richtig nützliche Attacken. Ich sehe schon, das ist mal wieder vom Feinsten. Kann dieses Duckzi überhaupt nicht so? Hm. Egal, mach mal Aurora-Strahl, komm. Aurora-Strahl regelt das schon. Ja, ich weiß, dass ich gut bin. Ich will meine Ruhe haben, verschwinde. Ja, jetzt muss ich mich erst wieder heilen, weil meine Pokémon kacke sind. Also ich habe 3 gute und 2 schon mal nicht so gut, aber eins davon ist mein Starter-Pokémon und Pikachu. Weil es die gelbe Edition ist, nehme ich halt Pikachu mit. Wo ist denn überhaupt? Ja, dafür ist es da, ist das Pokémon-Sender. So, sind wir topfit. Jetzt hoffe ich doch. So, jetzt habe ich auch. Ich habe Pikachu dabei. Es wirkt nicht sehr glücklich. Aber ist ja auch nicht mein Starter-Pokémon, von daher. Zur Not kommt es in den Ball. In die Box. Und dann kommt die Box irgendwo ins Regal. Das ist wie bei Indiana Jones, wo dann die Box in irgend so ein Lagerhaus kommt. So ist das auch. Nur dass diese Boxen halt voll sind mit kleinen Bällen, in denen Pokémon reingepresst wurden. Moment, ein Stückchen Torte. Gibt's hier nicht, Torte gibt's nicht, bis fett genug. So. Ist wunderbar. Wir wollen nicht kämpfen. Ist das ein Knuddeluff? Es ist tatsächlich ein Knuddeluff. Ich weiß nicht, ob die Pokémon auch gerendemeist werden, wahrscheinlich nicht.
wollte gerade so sagen, wieso greift mich niemand mehr an? Nein, ich kann Pokémon nicht ausstehen. Aber meine Mutter zwingt mich dazu zu kämpfen. Weil würde sie viel lieber in den Schredder stecken und Bonbons draus machen. Oh, wow. Auch Pikachu, könntest du aber nicht sofort immer sterben. So levelst sie es nicht gut. Nicht so gut. Dann halt Lapras mit Aurora-Strahl. Was ist das? TM49? Was ist denn TM49? Was ist denn TM49? Kratzer. Ich weiß nicht so genau. So, jetzt muss ich mir aber schon wieder reingehen. Ach, leck mich doch. Der Chef möchte schon wieder kämpfen. Hm. Aurora-Strahl-Regel. Nee. Klumann, der kann nichts hier. Feuer und so. Feuer ist das, ne? Hm. Das waren zwei Stück und dafür muss man auch nicht die Welt bereisen. Habe ich Glumanda überhaupt schon bekommen? Nee, ich habe Shiki bekommen. Nee, was? Moment, was? Bin ich irgendeiner ein Starter-Pokémon gegeben? Da war doch was. Oder wächst sich da gerade was? So, nehmen wir lieber das Fahrrad, das geht schneller. Also in meinem Pokémon-Spiel könnte man ja in Gebäuden mit dem Fahrrad fahren. Topfit. Ja. Yeah. Wird sich in 2 Sekunden wieder geändert haben, weil die nichts taugen. Sowohl mein Starter-Pokémon als auch Pikachu taugen nichts. Sehr gut. Du hast einen Shiki gefangen. Dummheiten, denke ich, ein guter Trainer soll die Shiki richtig erziehen können. Dann gib her die Scheiße. Hat mir doch noch einer was gegeben, oder? Verwechsel ich da gerade was? Ja, ja. So, gehen wir mal rechts entlang. Nein, Urlaub. Ich werde dein Pokémon vernichten. Ein großartiger Sieg an der Ostfront. So, Nidoran. Vielleicht kann ich das besiegen. Ich leuchte einfach mal wieder den Weg. Ich bin eine Fackel. Oh Gott. Junge! Ja. Ich mach sogar mal ein bisschen Schaden. Und tschüss. Ich hab mal Schaden gemacht. Leck mich am Arsch. Ich hab auch einen Kokuna. Hat sich dein Kokuna auch aus dem Rettern entwickelt? Das tun nämlich Kokunas. Sie aus Retterns entwickeln. Und tschüss. Ja. Ich habe kein Feuerwirbel, ne? Nee. Ja. Und tschüss, reiches Mädchen. Ist das runter oder hoch? Ah, es war runter, okay. So, ich nehme hier einfach deine Pokebälle weg. Was bist du überhaupt?
Ein Macholo. Felsen bewegen. Ja, bestimmt. Rätst du nur ein? Wahrscheinlich kann Macholo hier gar nicht Felsen bewegen. Seeleute lieben es zu kämpfen. Das ist. Du bist allerdings ein Manager. Und ich bin hier, um den Manager zu sprechen. Ich hätte mich Kerl nennen sollen. Was? Dann der Schmetterling. Toll. Ach, mein Natter ist gleich schon wieder tot. Sie benutzt aber auch nichts anderes als Schnabel, ne? Ja, Lapras muss regeln, ich sehe schon. Lapras macht das schon. Also, bist du auch ein Manager? Ich glaube, die sind alle, ja, ich glaube, es tauscht dir nur so die Begriffe aus. Ja. Das ist völlig richtig. Dass das dieses nervige Piepse losgeht. Ist nicht sonderlich effektiv, aber kills fast. Ich habe das Gefühl, Aurora Strahl ist ein bisschen überpowered. Da kann ich mir jetzt 4 Attacken lernen. Hornattacke, Isa im Schlafpudel. Mit Schlafbruder Imi. Ein Duo-Nadel. Mewtwo in den Kampf sitzen. Na ja, klar. Wer hat nicht Mewtwo, ich meine. Gibt so viele von denen. Ist es kein spannendes Pokémon? Hornborder? Soll ich das wieder versuchen? Nein, glaube ich besser nicht. Konfusion. Kaskade? Ja, auch nicht besser. Ich bin tot. Das machen wir nochmal Hornbohrer. Ja. Oh, jetzt hätte ich dieser Treffer sein können, ich vielleicht doch noch getötet, aber. Lapras. Guck mal, Aurora-Strahl. Au. Aurora-Strahl, hab ich gesagt. Tschüss. Holla. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Ich fühle ein leichtes Drücken im Gesicht. Ich hab zum Glück noch Glurak, und dann muss ich mit dem Heilen gehen. Glurak-Gnade. Da kannst du doch Glurak nicht mit. Beeindruckend. Nadelrakete ist auch so ziemlich extrem. Ja. Natter entwickelt sich schon wieder, okay. So, was wird denn mein Horn, Leo? Zu einem. Oh Gott. Auch schön. Es wurde zu einem wunderschönen Lamus. Es hat sich entpuppt zu einem Lamus. Großartig. Großartig. Das ist. Genau, was ich wollte. So, das Fahrrad. Junge, das Fahrrad mal von unten nach oben setzen. So, heilt die Pfeife erstmal. Ist fast gestorben. Zum Glück habe ich Glurak, der geregelt hat. Und Lamus. Wieder topfit.
So, nehme ich alles auf, alles passt noch, alles ist gut, ja. Wo ist überhaupt Delfino? Ich spiele schon extra Pokémon und dann ist er nicht da. So, noch mal kurz meine Tastatur auch, meinen Gameboy umstellen, meine ich natürlich. Ich spiele nämlich auf dem Original Gameboy ganz definitiv. Und nicht etwa auf dem Emulator mit Gamepad, das wäre ja albern. Wer macht denn sowas? Das macht ja keiner. So, Pikachu, könntest du mal ein bisschen aufleveln? Du taugst so noch nichts. So, wo war ich? Das war Nummer 2, wo ich drin war, ne? Was soll das überhaupt darstellen? Rettungsring oder Tisch? Teller. Ich glaube, es soll. Nee. Weil es ergibt wenig Sinn, dass die dann auch in den Dingern sind. Was soll das? Ja, aber es können auch keine Fenster, Bullauge sein, weil. Ja, geil. Weil. Die sind dann auch im Inneren des Schiffes und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Konfusion. Auch nicht so wirklich geil. Hornbohrer trifft ja nie. Also der Hornbohrer in Turok 2 trifft ja schon immer viel, viel besser. Muss man Turok 2 spielen. Hm? Turok 2 Speedrun wann? So, vielleicht kann Pikachu was gegen Starmie machen. Pikachu, du bist so unglaublich nutzlos. Und jetzt bist du zurecht gestorben. Kein Mitleid mit Pikachu. So. Ja, Kopfnuss. Ich habe immerhin jetzt einen wunderschönen Schmetterling. Wunderschön, der Schmetterling. Was ist das überhaupt jetzt für ein Typ und so? Das ist eine vernünftig gute Frage. Vernünftig gut, Junge. Das ist ein Geist-Pokémon, okay? Frage mich, ob es das nochmal entwickelt. So, ich klaue mal ein Eisen. Warum hat er eigentlich Eisen? Warum ist denn her? Hier besitzt doch jeder Pokémon. Leute reden auch nie über irgendwas anderes als Pokémon. Ich glaube, die haben ja nicht viel zu tun in dieser Welt. Scheint mir eine sehr triste Welt zu sein. Ich meine, klar, es klingt erstmal cool, so Pokémon zu haben, aber wenn du in einer Welt lebst, wo alle Pokémon alle so haben, ich meine, ist das ja einfach so normal, ne? Was ist denn Themen 16? Hyperstrahl. Wappas hat schon Hyperstrahl. Glurak braucht, glaube ich, keinen Hyperstrahl. Soll ich Pikachu Hyperstrahl beibringen? Fadenschuss, komm, der Müll braucht kein Mensch. Perfekt. So, jetzt muss ich es wieder heilen, dann kann ich das, glaube ich, mal ein bisschen leveln, wenn es alles mit einem Schuss tötet. Und dann habe ich mein Pikachu aufgerüstet. Mit einem Todeslaser. So funktionieren nämlich Pokémon. Wie in Deus Ex. Einfach neue kybernetische Dinge einbauen. Nee, nicht kybernetische. Einfach neue Sachen in den Körper reinstopfen. Das passt schon.
Mein Pikachu braucht diesen Arm nicht. Eine riesige Laserkanone, die alle tötet, ist viel besser. Bringt das überhaupt irgendwas, wenn es glücklich ist? Bestimmt. Bestimmt. So, gucken wir mal, wie mein genetisch verbessertes Pikachu jetzt drauf ist. Mein kybernetisch. Wie meine kranken Experimente es verbessert haben. Das meinst du nicht meine. Wie die kranken Experimente von irgendjemand anders es verbessert haben. So, das war die letzte. Ja. Ihr fangt Pokémon auf hoher See. Kranker Scheiß. Artist. Er malt mit seiner Angel, weil er mit allem malen kann. So, Pikachu. Hyperstrahl. War das nicht Hyperstrahl? Moment, was? Moment, habe ich einen Strahl verwechselt? Ich habe einen Strahl verwechselt, kann das sein? Ja, es war Aurora Strahl, ich Idiot. Ach, bin ich dumm. Gut, dann bleibt Pikachu einfach nutzlos. Weil es jetzt auch nur eine neue nutzlose Attacke kann. Kabuto, hm. Hier wird Kill geholt, okay. Töten wir ihn. Bitte was? Was? Dieses ist jetzt aber so nicht in Ordnung, dass du ein Gluder kannst.